Der Manu hat gerade gesagt, dass ich voll hübsch aussehe. Ich habe eine Blume für dich, ja. Oh, das ist eine hübsche Blume. Willkommen zurück zu der Map von Mr. Laubsauger. Und der schönste Name der Welt. Wir saugen heute Laub und ich habe hier Laubs Hotel, Laubs Schlüssel gefunden. Ja? Stell dich mal hinter die Bar, weil du hast ja den Kopf schon weggeschlagen, aber wir brauchen ja irgendwen, mit dem wir reden. So, wir haben das Buch Laubs Hotel. Herzlich willkommen. Na, dann musst du eigentlich auch lesen, ne? Wenn du hinter der Bar bist. Nee, ich bin nur so ein NPC. Setz dir den Kopf auf und stell dich hinter die Bar und lies das Buch vor. Dann bist du einfach mein NPC. Herzlich willkommen in Laubs Hotel. Sie wollen ein Zimmer. Gerne, hier ist der Schlüssel für das Zimmer Nummer 1. Sie finden die Zimmer, wenn draußen die Treppe raufgehen. Hä? Sie finden die Zimmer, wenn draußen die Treppe raufgehen. Angestellt. So ein Aslak, der angestellt wurde. Geht einfach im Aslak-Slang. Nein, im Aslak-Slang. Essen ist im Preis mit enthalten. Sie können sich jederzeit was nehmen. Ich wünschte einen Schlangen im Aufenthalt. Danke. Warte, dem Aslak wird schlecht. Oh, was mache ich denn hier? Er hat seinen Kopf verloren. Ich habe mich einfach verwandelt wie bei Matrix. So, ich werfe meinen Aslak und sein Buch hinter die Theke wieder. Kommt irgendwann so ein Mensch rein und sieht einfach so einen Kopf dahinter. Warum hast du meine Blume nicht mitgenommen? Ja. Müsste ich mal in die Hand halten. Oh, ja, lass mal kacken gehen. Ich guck dir zu. Ich hab Klopapier. Willst du einlagiges Klopapier? Oh, nee. Nee, bitte nicht. Wir können auch den Kopf nehmen. Da können wir unseren Arsch mit abwischen, genau. Ich hab Zimmerschlüssel 1. Da ist nichts drin, aber das ist ein... Wow! Holy shit! Hey, wir sind wieder am Anfang der Map. Ach! Hä? Warum hast du denn da drauf gedrückt, ohne zu gucken, was da steht? Da stand nix. Lass uns wieder hinrennen zur Map. Ja. Wir müssen ja nur noch mal durch die... warum gibt's einen Knopf, der einem an den Anfang der Map bringt? Mir fällt nur eine Antwort ein. Die Map ist vorbei. Aber ohne Schiss zu sagen oder so? Nee. Dürfen wir hier nochmal durchschwimmen? Ja, echt, ey. Kann man nicht back machen? Wolltest du erstmal deine Abkürzung nehmen, oder? Ich hatte überlegt. Glaub mir, das ist es nicht wert. Hallo, ich bin India. Nein. Ey! Also jetzt reiten! Nee! Nee, bin ich gestorben. Ja, spiel mal alleine weiter. Oh, jetzt ist der Rätselraum. Nee, komm, ich mach kurz Game Mode, ganz ehrlich. Hilfe. Oh. Ich brenne! Ja, ich lebe! Die Blöcke sind von alleine zerfallen. Ich brenne! Hilfe! Ich glaube, ich sterbe. Hey, ich bin jetzt. Zurück zum Hotel. So, ich hol dich mal wieder her. Ich höre nur brennen. Game Mode 0. So. Jetzt drücken wir keine Knöpfe mehr in Hotel. Ich habe noch einen Schlüssel für Hotelzimmer 2. Ich mach mal Hotelzimmer 2 auf. Ah. Da ist ein Rausknopf, da ist ein Schalter. Hier ist ein Knopf. Oh! War das jetzt meiner oder war das deiner? Ich glaube deiner, weil deiner eher reagiert. Also ich habe meinen Schalter schon umgelegt gehabt, da ist nichts passiert. Hä? Ah. Kann man Slashback machen? Geht es? Nein, das ist. Wieso? Nee, lass doch hier bleiben. Ja, aber wir haben keinerlei Hintergrund, warum wir hier landen. Ja, vielleicht finden wir eine. Okay, dann machen wir. Ach, keine Ahnung. Wir lösen einfach. Ich verstehe das Spiel nicht. Hier ist ein Buch. Item Drop. In diesem Raum müsst ihr Items auf die Druckplatte fallen lassen, indem ihr Steine zerstört, die sich über den Druckplatten befinden. Doch es dürfen nur Steine Clean Stone zerstört werden. Viel Spaß beim Rätseln. Ohne. Hast du eine Spitzhacke? Nein. Wollte gerade sagen, ohne Spitzhacke? Wir können uns eine craften. Ja, aus unserer Hand. Ja. Oder aus dem Kopf. Lass mal zurückgehen. Ich töte dich einfach und nimm dann deine Knochen und deine Haut, deine Haare sind dein Seil. Und das Fleisch, das esse ich. Oh ja, dann hast du noch was für nebenbei.
Ja, so kleinen Snack. Gedankennahrung. Hä? Ja, aber ich verstehe. Weißt du, das habe ich aber, das Gefühl habe ich öfter, dass mittendrin einfach die Hoffnung aufgegeben wurde. Und dass dann einfach, es wurde zwar noch was gemacht, aber einfach, es hat einfach keinen Zusammenhang mehr. Das habe ich schon so oft gesehen. Und ich verstehe nicht, warum. Ja, warum teleportieren dann die Knöpfe random irgendwo hin? Erklär mir das mal. Vor allem irgendwo hin, wo man gar nichts machen kann. Ja eben, wir brauchen eine Spitzhacke. Mr. Laubsauger? Erklär das uns. Schreib jetzt in die Kommentare. Hab ich eigentlich Mr. Staubsauger oder Mr. Laubsauger gesagt? Keine Ahnung. Ich schwimme mal hier den Wasserfall hoch. Hallo, ich bin neben dir. Der nur da und guckt mich so an. Was macht der komische Typ da? Ah, guck, hier ist eine Leiter. Das heißt, dass man vielleicht auch erst später gehen muss, aber das macht ja auch keinen Sinn, weil warum sind wir hier? Warum wird nichts gesagt? Hier ist eine Spitzhacke. Hier ist eine Spitzhacke. Oh, darf's runter? Nein, nein, hier oben ist der Cobblestone. Du musst mir sagen, wo ich den abbauen muss. Geh du mal unten in den Raum. Okay. Jetzt muss ich hier wieder alles machen, ey. Gut, wie soll ich dir das? Ach so. Genau, geh erstmal. Ausgangsposition ist da, wo ich stehe. Probier mal dein. Genau da, wo du bist. Ich bin Mitte, da, wo du bist. Genau da, ja. Geh ein geradeaus. Soll ich. Ich stehe. Okay, eins, ja. Genau. Jetzt stehe ich auf den ersten. Über dem ersten Stein, so gesehen. Ja, und dann ein nach links. Ein nach links. Ja. Und nochmal ein geradeaus. Mach mal kaputt. Da ist Holz. Ich mach mal den dahinter kaputt. Oh, warte, das ist eine Doppelschicht. Hä? Nee, dann geh ein weiter geradeaus. Und ein weiter nach links. Und mach dann. Ich muss erst mal gucken, wie das hier aufgebaut ist. Du meinst also den da? Nee, eins weiter hinten. Geh eins zurück einfach. Verstehe ich aber nicht. Also die Taktik, die ich gerade vorhatte, ging einfach nicht. Okay, dann geh jetzt einfach zwei geradeaus und einen weiter nach rechts und mach den kaputt. Ich sehe schon von mir aus eigentlich. Okay. Nee, ich müsste jetzt stimmen. Nee, geht auch nicht. Landet einfach falsch. Ja, muss halt noch. Nee, du musst einen weiter nach vorne. Ja, geil. Das springt einfach irgendwo hin. Also irgendwie. Ah. Die hat er getroffen, okay. Aber da sich die Items automatisch zusammenziehen. Sobald einer daneben fliegt, ziehen sich ja alle automatisch zusammen. Okay, das Minispiel ist ein bisschen doof, weil. Na, ihr seht ja schon, wo das Problem ist. Warum gibt er mir nur eine Holzspitzhacke? Dann dauert es einfach Ewigkeiten schon, die Blöcke hier abzubauen. Ja, geil! Ich hab die Lösung all unserer Probleme. Hey, nein. Es reicht auch, wenn einer hier drin ist und das Zeug auf die Druckplatten wirft. Nee. Ja, sorry, Leute, aber das wäre wirklich nicht gegangen. Ja, dein der Ausgang ist nun geöffnet. Yeah! Nee, die Tür ist nicht offen. Achso, da hinten. Komm hier. Da war eine Tür? Nein, da ist die Wand einfach aufgegangen. So. Dann musst du die Druckplatte hier drücken, dann kommt da so ein Block. Ey, wie komme ich denn da hin? Geh weg von der Druckplatte. Cool. Voll modern. Oh, ein Buch. Ja. Hier sind überall Bücher. Pistonrätsel. Das Ziel ist es, zuerst den Gravel und als zweites den Sand in das Loch zu schieben. Also Manu, bück dich. Ich muss erst den Gravel und dann den Sand in das Loch schieben. Was ist das denn? Einer kann oben die Pistons aktivieren, einer unten dirigieren. Die Farben an den Wänden sollen eine leichte Orientierungshilfe sein. Okay, dann dirigier. Hey, ich verstehe, aber was meint der denn mit Gravel? Was meint der denn? Du sollst erst Gravel und als zweites den Sand ins Loch schieben. Ach, da ist Gravel, okay. Jetzt müssen wir nur herausfinden, wo das Loch ist. Ah. Ach so. Okay. Aber wie kann man den denn bitte. Ah, warte. Nee.
Wir müssen es erstmal schaffen, den zu aktivieren. Ja, wir müssen die Pistons hin und her schieben, eventuell. So, und von wo soll ich aus dirigieren? Von unten. Okay, dann suche ich erstmal einen Weg nach unten. Hier ist eine Treppe nach unten. Ah, ich sehe alle. Ach, ich sehe die ganze Zusammensetzung. Okay. Okay. Warte mal, mach den aus. Ausgedrückt werden. Den mach, aus, echt? Nee, nochmal. Genau. Jetzt mach den hier. Einfach mal schauen. Nein? Ja, genau. Jetzt machst du den hier. Über mir. Genau. Ah, ja. Du hast schon mal bewegt. So. Dann mach ich den hier schon mal aus. Weil sonst kann er ja nichts durch. Was machst du da? Nein! Hilfe! Rätsel Nummer 2 in Folge nicht geschafft. Das war jetzt erst der Sand. Ist ja egal. Kommt ja aus Serbien aus fürs Rätsel. Aber es hat gesagt, wir sollten erst den Kies. Zimmerschlüssel 3. Oh, da können wir zurück zum... Nein! Aber ich wurde nicht geportet, cool. Ich muss selber drücken. Ach so, und Zimmer Nummer 3 ist dann die Aufgabe Nummer 3, okay. Ja, klar. Ja, warum gibt es denn Zimmer Nummer 1? Ja, keine Ahnung. Das ist echt ein bisschen dumm. Oh, es gibt auch Zimmer Nummer 4. Oh ja, geil. Endlich. Gute Nacht. Ah! Der Tipp befindet sich in der Kirche. Nun, lies mal vor. Ach, soll ich lesen? Hier ist Ron Weasley. Löst die Aufgabe. Hierbei ist der Tipp sehr, sehr hilfreich. Wenn ihr alles gefunden habt, geht in die Gruft und benutzt die Schlüssel. Okay, dann suchen wir erstmal den Tipp in der Kirche. Ich leg mal alles weg, was ich nicht mehr brauche. Bis auf deine rote Blume, die behalte ich natürlich. Warum liegt hier Hagrid oder Draco Malfoy? Und wer ist Mr. Ogg? Von Oggy und die Kakerlaken. Lena Ravenclaw. Gilderoy Lockhart. Genau, als ob der hier neben den ganzen High-End-Menschen... Komm mal mit in die Kirche. Okay, ja. Das ist... Ich glaube, Gilderoy Lockhart müssen wir aufgraben. Der gehört hier überhaupt nicht hin. Hä? Ja, ohne Kack. Als ob man einen Zauberer, der nichts erreicht hat, hier neben diese Gottheiten stellen würde. Ja, bestimmt. Die sollten wir auf jeden Fall nicht weggraben. Okay. Ja, wo ist der Tipp? Er ist in der Kirche. Ich will endlich mein Trinkgeld. Wo kann der Tipp nur sein? Also ich sehe auf jeden Fall schon mal... Eine Leiter. Was? Ja, ich habe eine Leiter in der Ecke gefunden. Klettert die gerade hoch. Ja, seh's. Tipp. Hier bei der Kirchenglocke. 91 Gräber mit 91 Toten. Von Magiern bis zu den Boten. 4 Zauberer, 4 Gründer. Verliere oder werd Sünder. 2 Rüstungen, 2 Waffen. Ohne sie müsste man 2 neue Gräber schaffen. Das ist der Tipp. Sollen wir jetzt die 4 Gründer aufschaufeln oder was? Können wir machen. Nee, es sind ja mehr als nur 4 Gründer. Nee. 4 Zauberer, 4 Gründer, 2 Rüstungen, 2 Waffen. Ohne sie müsste man 2 neue Gräber schaffen. Alter, ist aber sehr komplex. Oder ich verstehe es gerade eben gar nicht. Kannst du selber lesen. Vielleicht verstehst du es dann besser. Mit 91 Toten, von Magiern bis zu den Boten. Okay, der erste Satz ist schon mal irrelevant fürs Rätsel, glaube ich. 4 Zauberer, 4 Gründer. Ja, ist ja logisch. Verliere oder werd Sünder. 2 Rüstungen, 2 Waffen. Ohne sie müsste man 2 neue Gräber schaffen. Also ich tendiere ja immer noch zu diesem ganz plumpen Versuch, die 4 Gründe auszugraben. Wollen wir das nicht mal probieren? Also zum Beispiel den Salazar Slytherin. Ich bin schon bei Ravenclaw. Ich habe schon geöffnet. Ja, hier ist ein Grab, ja, mit einer Rüstung. Und einen Schlüssel. Ist richtig. Und ich habe auch einen Schlüssel. Okay, das war ein bisschen einfach. Gilderoy Lockhart, Neville Longbottom, Quirrell packt man neben Neville Longbottom, genau. Einfach ein Todesser. Das ist ja, Dolores Umbridge natürlich auch, ja. Ich dachte, Quirrell hier. Hier ist nochmal, guck mal. Komm mal her. Was denn? Hä? Ich glaube, er wurde in 2 Hälften geteilt und liegt in 2. Ja, nee, vielleicht der 2 Gesichter, einmal den Voldemort noch hinten im Kopf. Achso, der wurde nochmal extra begraben.
Wie heißen die? Heißen die Hufflepuff? Helga Hufflepuff? Ja, ist richtig. Da ist noch ein Schlüssel. Mrs. und Mr. Granger. Oh. Dann wird alle tot. Aber Cho Chang. Nehm einfach den Bruder von Dumbledore. Weasley. Black. Winky. Dobby. Hier ist Cedric Diggory. Hier ist Harry Potter. Nein! Oh. Was war? Ich habe ihn ausgraben wollen, aber er ist nicht da. Ist er vielleicht nie gestorben? Wahrscheinlich. Haha, hier sind seine Eltern. Fluffy. Wieso passt Fluffy in so ein kleines Grab? Hier, Godric Gryffindor. Ich hab'n. Ich hab'n Bogen bekommen. Ich hab'n Schlüssel. Ja, und ich hab Rüstung. Hast du eine Brust für mich? Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ja, hab ich. Schlüssel! Hä? Ach, danke. Der ist aber sehr freundlich von dir. Monster! Warte mal, aber ich würde gerne... Monster! Ja, danke für die Hilfe, Manu. Kein Problem. Ich würde noch gerne was lesen. Wo war der nochmal? Ach, scheiße. Schon gut. Hallo? Ich hab ein Dia-Schwert, du auch? Ja. Ich hab auch einen Bogen. Ja. Da ist noch ein Schleim hinter dir. Oh, der ist gefährlich. Aua. Nun bring den Knopf an den Goldblock an. Okay, wahrscheinlich kam aus einem der 1000 Spencer. Ja. Hab mich geportet dadurch. Ah, okay, ach, warte, ich drücke auch. Oh. Wie geht denn das? Ich verstehe das nicht. Lava Jump and Run. Was macht man bei Lava Jump Runs? Die Rüstung ablegen, weil die kaputt geht in Lava. Egal. Zimmerschlüssel 4. Bing. Wo ist denn hier der Knopf? Wir haben blau gelöst. Wir haben blau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Denn wir sind ganz schön... Weiße. Grün. Teleportation! Ah! Oh, wir sind im Himmel! Oh, Wasser. Ich schon ja, erstmal hoch. Sehen wir Harry Potter. Was? In den Wolken. Zimmerschlüssel 5. Hä? Okay. Guck mal, hier sind Spinnnetzwolken. Ich lese vor. Der letzte Tag war anstrengend. Hier gewinnt ihr wieder neue Energie für das nächste Abenteuer. Viel Spaß weiterhin. Das ist jetzt ein Chiller-Ressort, oder was? Ja, man weiß ich nicht. Schwieriger. 8 Jump'n'Runs. Geil, beim ersten Sprung runtergefallen. Port mich mal. Port dich selber. Slash, TP, Leertaste, Jam Let's Play, Spieler nicht gefunden. Zombie. TP, German Let's Play, Zombie. Zombie. Ja. Yeah. Wo landest du, wenn du runterfällst? Spawn. Im Wasser. Da unten gibt's doch bestimmt irgendwelche Knöpfe oder so. Ach. Ach! Wird hier mal nicht absurd, ey. Purer Luxus. Okay, und wohin soll uns dieses Jump'n'Run führen? Ich weiß es nicht. Hast du jetzt das einfacher gemacht, oder was? Ich wurde geportet. Ich auch. Ach so, anscheinend. Nup, 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 nup. Nup, 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 nup. Ich hab einen Knopf, du nicht, und du mich kommst nicht Fünf weiter. Fünf. Ah, nächstes Stockwerk. Oh, Zimmer 7. 5 ist da unten. Hilter. Geht denn das? Zimmer 6 und 8 sind hier. Okay. Teleportation. Ja, wie lange kannst du noch, Manu? Du musst nur sagen. Wie lange ist denn der Part ungefähr? Was glaubst du? Ich schneide den sowieso. Ach so. Ja, dann lass uns jetzt aufhören. Wir haben gerade 33 Minuten. Könnte ich nochmal 2 Stück rausmachen. Passt. Okay. Okay, dann habt ihr das gehört. Du weißt ja auch, warum das 2 Parts waren. Ja, weil Manu weg musste. Ja, sonst wären es auch mehrere Parts geworden. Aber sonst wären es 4 geworden. Ich will jetzt erstmal hier oben. Warte, ich will hier perfekt oben stehen. Hier euch auf. Okay. Arschloch. Warte nicht. Ich will doch. Oh Mann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Manu ist tot. Ich versuche ihn bis zum nächsten Mal wieder zu beleben. Bis dann, euer Zombie. Na, tschüss. Naja, das Einzige, was übrig bleibt, ist eigentlich. Mach den da über mir. Also hinter über mir an. Genau. Kannst du den anmachen? Nein. Geht nicht, ne. Kannst du den hier über mir anmachen?
Anscheinend, ja. Achso, nee, den meinst du. Du musst den, den mittleren erst ausmachen. Den hier, den nochmal über mir. Du hast einen angemacht. Ja, ich weiß, aber ich krieg ihn nicht mehr aus. Weil der Schalter daneben vielleicht an ist oder so? Ja, das probiere ich gerade, aber ist ja echt merkwürdig. Warte mal, ich deaktiviere den. Ah. Hast du schon? Nee, nee. Aber, Ah. Kann ich den jetzt nicht aktivieren? Warte mal. Das sind ja alle oben aktiv. Nee, der ist schon. Ja. Sekunde, probier mal. Nee, ist, die schalten sich halt irgendwie gegenseitig dann natürlich an. Die bleiben dann an. Pistons ist ja sowieso so ein bisschen... Ah, jetzt geht's, weil ich den anderen aktiviert habe. Alter, sehr komisch. Ja, auf alles zu deaktivieren. Eigentlich könnte man halt auch von oben machen. Ja. Alter. Wie viele von denen ich reagiere? Ja. Oh, jetzt habe ich den Sand bewegt. Ach, wir können auch einfach die vorherigen ausmachen. Vielleicht geht dann auch mehr. Das werde ich jetzt mal machen. Ja, eigentlich soll ja klar, guck, das ist das Rätsels Lösung. Aktivieren und deaktivieren, also die alten halt deaktivieren. Jetzt habe ich den das, noch deaktivieren, wo, hier über mir. Sag mir, ist der aktiviert? Welcher ist denn aktiviert? An. Der genau über mir. Der ist eigentlich an. In welche Richtung denn? In die hier. Na, ich kann nicht deaktivieren. Ist hier noch einer an? Nein, ist egal. Ah! Jetzt. So, jetzt ist er aus. So, wo ist denn der gut, gerade? Wo ist denn das Loch überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo das Loch ist. Geh mal dahin. Hier, vor mir. Vor mir ist es genau da. Ach so. Also muss der noch einen weiter nach... Warte mal, ich deaktiviere das mal. Probier mal ein paar zu deaktivieren. Genau der. Ja, krieg ich aber nicht aus. Ah. Nein, es hat sich jetzt einer daneben bewegt. Jetzt hat sich noch einer daneben bewegt. Guck mal, ich krieg ihn noch nicht mal mehr aus, wenn er an war. Obwohl ich ihn gerade erst angemacht habe und nichts anderes umgestellt habe. Das ist echt krass, Mann. Warte mal, ich mach mal Connected Textures an, sonst krieg ich hier Kopfschmerzen. Video Setting, Qualität, Connected Textures, fancy. Ich muss Dinge deaktivieren können. Wieso? Ja, weil ich jetzt nicht mehr diese ganzen Glasrahmen sehe. Weißt du? Ach so. Das ist jetzt eine zusammenhängende Struktur. Hast du auch Optifine drin? Oh, jetzt sind sie ausgegangen. Jetzt hat sich voll viel auf einmal bewegt. Nee, hab ich nicht. Ja. Warte, ich muss. Ist jetzt der ist deaktiviert, ne? Oder ist er aktiviert? Welcher? Der hier. Der ist jetzt deaktiviert, ja. Und da hängt ein anderer Block gut mit dran. Den du eigentlich erst wegziehen solltest. Ja, aktivier den nochmal. Genau. Jetzt aktivier den hier. Über mir. Genau. Jetzt kannst du den auch wieder deaktivieren. So, jetzt sind alle aus. Die Frage ist nur, wie kriege ich den jetzt weggeschoben? Manche sind davon sticky. Ja, ich weiß. Ach, vielleicht, dann müsste der sticky sein. Nein, ist er nicht. Nee. Der hier ist sticky, wo über mir. Aber der Nee, Moment, ich muss da sowieso nach rechts. Hier muss ich doch hin. Also muss der noch ein weiter... Was passiert hier? Das sehe ich nicht. Es bewegt einen Pisten einfach nach vorne und hinten. Ach, nach vorne, okay. Also der ist ja... Der ist irrelevant. Es gibt... Ich sehe keine Möglichkeit, wie du den Block da rauskriegst. Das ist gerade mein Problem. Na, ich kann ihn zurückholen, oder nicht? Nein. Nee, kann ich nicht. Es gibt keine Möglichkeit, wie du den Gravel-Block nach hinten bewegst. Komm mal runter. Komm mal runter. Nein, ich glaub dir schon. Ich will mich nicht bewegen. Ja, wenn's kann sein, dass wir das jetzt einfach zerstört haben. Das kann durchaus sein. Ja, aber also, nee, man muss aber den Sand ja auch... Ach nee, warte mal. Vielleicht kann man einfach den hier... Nee, das geht ja auch nicht. Man kann den ja nicht weiterschieben. Da gibt's ja keine Möglichkeit für. Mach mal den Block hier über mir. Nein, den über mir. Den über dir. Nein, eins weiter hinten. Ja. Ah. Genau, jetzt... Nein, anders. Mach den nochmal aus. Mach den hier. Genau, wo du draufstehst gerade. Mach den wieder aus. Genau. Jetzt mach den über mir. Mach ich den? Aha. Genau. Achso, in die Richtung. Ah, okay, und ja, jetzt mach den hier. Jetzt mach ich den. Geht aber nicht. Oh, ich muss erstmal die anderen vielleicht deaktivieren. Mach den hier aus. Warte, den hier. Hab ich schon. Geht aber nicht. Ist immer ein bisschen tricky. Warte. Ah, du hast den Sand aber schon weitergeschoben. Ach, hab ich schon. Okay. Also ist jetzt gerade weitergegangen. Wenn ich den jetzt Alter, hier kann man ja nichts mehr deaktivieren, ist ja heftig. Egal. Ich muss das jetzt weiter nach da schieben. Das müsste ja eigentlich auch gehen, oder nicht? Nee. Doch.
Hat geklappt. Jetzt ist das. Mach mal die ganze Zeit. Du hast 1 Million Pistons schon wieder an da oben. Ich weiß, ich mache ja gerade aus. Ich probiere gerade auszumachen. Geht aber nicht. Noch? Also rechts ist aus. Oder? Nee, das kann man ja gar nicht sehen. Man weiß ja nicht, wo rechts ist. Hä, wie hast du den hier überhaupt aktiviert? Gute Frage. Das ist voller Hin und Her. Na, guck mal, wir haben es geschafft. Hä? Ein paar sind zumindest aus. Ach so. So, der ist auch aus. Ich würde gerne den hat deaktivieren, der den nach vorne geschoben hat, aber... Jetzt, ah, okay, gut. So, geh mal nach unten. Ja. Wir müssen, wie scheint, einen hier zwischenkriegen. Guck da, wo ich draufstehe. Wir müssen hier einen reinkriegen, damit der den hier nach rechts schieben kann, damit wir den nach rechts drücken können. Oder nicht? Stehst du? Ja. Ich weiß, was du meinst. Ist aber sehr schwer. Ey, warum soll das denn gehen? Zwei Felder nach vorne. Alter, ich krieg hier noch Kopfschmerzen. Ich mag das Rätsel irgendwie. Der du mal Frage nach unten. Ist nur, wie soll das gehen? Schau, wie sollen wir hier ein... Geh du mal runter. Nein, ich will nicht runter. Geh runter. Nein, jetzt will ich hier bleiben. Und danach müssen wir noch den Sandblock da reinkriegen. Ja. Ah, guck mal, jetzt ist der Sand da. Naja, bringt mir aber auch nicht viel. Okay. Wie man 6 Schalter umlegen kann, ohne dass was passiert, obwohl überall Pistons drunter sind. Ja, ja klar, weil sie sich halt gegenseitig aussetzen. Ah, und fürs letzte Feld haben wir dann Sticky Piston, der es hinzieht, okay. Ah, ja gut, dann können wir den ja schon mal raus... Ach so, okay, ja, dann ist es ja nicht mehr so schwer. Ja, oh, Gott, das war... Egal, kann man ja... Da, okay. Ah. Gut. Kann man den denn nicht irgendwie nach unten schieben? Das müsste doch auch gehen, irgendwie. Ja, yeah, ich hatte irgendwas im Blick gehabt, aber dann hast du so viele Schalter bewegt, dass ich nicht alles vergessen habe, was ich machen wollte. Ja, also die einzige Idee, die ich hätte, wäre hier einen reinzuhauen und den dann nach rechts zu schieben, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Nee, das ist gar nicht der Platz für. Nee, das ist... Hier kann man irgendwas machen, hier wo ich bin, aber ich... weiß nicht mehr genau, was ich machen wollte. Nein, das ist falsch. Deaktiviert ihn wieder. Ja, würde ich gerne. Drück einfach alle Schalter. Mach ich. Du kannst nichts Falsches drücken. Drück einfach alle Schalter da. Mach ich. Passiert nichts. Jetzt hat sich nur noch eins mehr aktiviert. Jetzt hat sich noch eins mehr aktiviert. Ja, warte. Ja, du musst den, den kann ich auch wieder nicht deaktivieren. Alter, ist das heftig. Nur in der Ecke will ich, dass mal kurz alles aus ist. Wenn's im Optimalfall. Würde ich auch gerne machen, also echt, aber... Ah! Deaktiviert. Okay. Wir setzen Cheater! Einfach, du, wir arbeiten jetzt anders. Du setzt jetzt immer den Schalter nur dahin, bei dem Block, den du gerade bewegen ja, willst. Ja, geil! Wie einfach ist das denn dann? Direkt 10-mal einfacher. Ja, wenn's so verbuggt ist. Ja, stimmt. Guck mal, der lässt ihn noch nicht mal... Achte, der ist trotzdem noch... Nee, okay, schon gut. So, ich hab jetzt 19 Schalter. Ich helf dir von ich unten. Ich hab 4. Kann man dir ein Glas dran setzen mittlerweile? Nee. Oh, wie schön, jetzt sind die Blöcke auch endlich mal alle aus. So kann man ja arbeiten. Du hast den Block an. Den bei dem Sandloch. Ist ja auch nicht wichtig. Du kannst... Soll ja auch an. Aktivier mal den hier vor mir. Genau da hinter dir, genau. Den? Okay, du kannst da was... Genau. Ist das Sticky? Nee, der hier ist Sticky, ja, aber der schiebt einen Block hin und her. Siehst du ja. Nee, genau das sehe ich nicht. Das ist ein bisschen doof. Aber dafür ist er ja auch... Mach den Sticky nochmal aus. Genau. Wir müssen das hier. Wir müssen das nach vorne bringen. Geht das irgendwie? Oder nicht? Ja, wir müssen den nach hinten... Genau, das sollte gehen. Müssen nur schauen, wie... Ja. Wir haben den ja auch dahin gekriegt. Was passiert denn da? Nix, da ist kein Block davor. Oder brauchen wir den Sand dafür, dass wir das beides hinschieben können?
Ja. Ich weiß es nicht. Aktivier mal den hier. Nein, den anderen. Welchen? Den hier? Ja, genau. Dann aktivier genau den über mir. Aktivier den, deaktivier im Endeffekt den. Hä, hey, aber es. Ja, genau, perfekt, hat geklappt. Mach die Schalter einfach alle wieder weg. Okay. Und mach den hier zurück. Ach, du meinst den? Genau. Ja. Perfekt, so, jetzt haben wir die schon mal ein bisschen geordneter. Dann aktiviert den hier über mir. Genau. Du solltest mir vielleicht mal ein paar Schalter geben. Ist doch nicht so klug. Hallo. Hi. Oh, von hier oben erkenne ich gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ja, deswegen wäre es auch schwachsinnig, jetzt die Rollen zu tauschen, wenn du schon eine halbe Stunde unten warst. Ich habe dir nochmal 5 Schalter gegeben. Oder 4. Wow. Anstatt du mir direkt alle gibst. Jetzt aktiviert den hier. Und dann aktiviert den hier. Oh. Passiert nichts. Ah. Hey, geht ja auch nicht, der ist in die andere Richtung. Guck. Hä? Ach so, jetzt habe ich ihn schon gezogen. Ja. Das ist ein Sticky. Ja. Okay, das heißt, wir können so machen. Ja. Und wenn du den jetzt ausfährst und den anderen zurückziehst, dann fährt er auch nicht zurück. Was er natürlich nicht Warum will. Ist der... Ist da keiner? Ach, da ist gar keiner. Nee. Hä? Der ist genau hier. Wenn ich jetzt so mache, ist er wieder da? Nee, er ist noch nee. Da. Was? Cool. Haben ausgetrickst. Bringt es uns jetzt was? Alter, ich hab Kopfweh. Ich will nicht... Tötet mich. Ich will... Ich verhungere hier einfach. Hä? Das geht ja... Geht das überhaupt nicht? Unsere nee, Zuschauer haben schon bestimmt 100 Mal gelöst, Manu. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, wir sind in der Sackgasse. Okay, was machst du da? Keine Ahnung, nochmal alle Schalter abbauen. Dann gebe ich dir keinen mehr. Haha! Och man! Wie ist das ein komplizierter Müll? Ja. Okay. Wir können ja mal den Sand holen. Machen wir es doch mal so. Wo ist er denn überhaupt? Ach, da. Ich guck gerade nochmal kurz, nur vorsichtshalber. Ah, ich habe ihn geschoben, okay. So, schon mal. Ist das Sticky? Nee. Nee. Ah, der andere aber. Okay. Ich sehe gar keine Möglichkeit. Aktivier mal den da. Hab ich mir gerade schon. Nein, den anderen. Den anderen? Welchen? Ach, den. Geht nicht. Doch, wie soll ich den denn aktivieren? Sollte gehen. Nee. Da ist ja kein Block drüber. Ach so. Na, jetzt hat es geklappt. Voll am Rumbacken. Geil. Ich meine ich ja. Das ist aber der einzige Stichy da unten, ne? Ich glaube schon, ja. Du musst ab und zu runter gucken, sonst verstehst du ja gar nicht, wie es aussieht. Und erklären kann man das nicht richtig. Ich habe aber das Gefühl, wir haben uns in gewisser Weise schon verbaut.